Also gestern haben wir in einem beliebigen Gebiet Omega, also mit beliebig meine ich jetzt, sagen wir mal, beschränktes Lipschitz-Gebiet. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu. Also gestern war Omega beschränktes Lipschitz-Gebiet. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig, das wollte ich noch sagen. Ich wollte einfach im beschränkten Lipschitz-Gebiet arbeiten, damit irgendwie klar ist, okay, da haben wir jetzt folgende Sachen zur Verfügung. Eigentlich geht es nur um zwei Sachen. Nämlich die eine Sache ist, wir haben einen Spursatz, ja, den haben wir eben für Lipschitz-Gebiete, weil wir da schön die Spur bilden können, ja, eben die Ableitung aufintegrieren. Und deswegen Lipschitz. Und beschränkt eigentlich nur für Poincaré. Ja, dafür habe ich beschränkt und Lipschitz angenommen. Aber eigentlich ist es nicht notwendig. Wir können zum Beispiel, also es reicht zum Beispiel, Omega offen und beschränkt in einer Richtung, sagen wir mal in X1-Richtung. Also das will ich nur sagen, um so kurz anzugeben, also das ist nicht optimiert, dieses Resultat. Und zwar sozusagen in einer ganz einfachen Weise könnten Sie das verallgemeinern. Also was Omega offen angeht, sprich wenn Sie nicht Lipschitz-Rand haben, dann sollten Sie einfach nur immer fordern, dass U minus G eine H1-0-Omega-Funktion ist. Ja, und H1-0-Omega können wir für jede offene Menge hinschreiben. Ich muss nicht sagen, U am Rand soll G am Rand sein. Dafür brauche ich einen Spursatz. Wenn ich einfach nur sage, U minus G soll eine H1-0-Funktion sein, also approximierbar durch CC-Unendlich-Funktion in Omega, das ist ein Banachraum, dann kann ich das formulieren ohne Lipschitz. Und das hatte ich schon angedeutet, mal diesen beschränkt in eine Richtung. Wenn Sie so ein Gebiet haben, jetzt ist die X1-Richtung leider nach rechts, ne? Aber wenn Sie so ein Gebiet haben, ich will nicht noch eine Tafel anfangen, in X1-Richtung. Wenn Sie ein Gebiet haben, was so aussieht, also irgendwas, aber dann geht es meinetwegen ganz lang nach oben, aber in der Richtung ist es immer beschränkt, dann können Sie eben immer eine H1-0-Funktion auf diesem Gebiet, können Sie eben immer von der 0 aufintegrieren und dann alle Werte bekommen. Und dann gilt eben Poincaré. Also wenn es beschränkt in eine Richtung ist, dann gilt Poincaré. Ja, mit diesen zwei Kommentaren sehen Sie, der Existenzsatz geht sogar viel besser, ja, doch ein gutes Stück besser. Lipschitz-Gebiet ist gar nicht notwendig. Und wir brauchen auch gar nicht beschränkte Gebiete. Es reicht zum Beispiel in eine Richtung beschränkt, denn dann gilt schon Poincaré. Ja, wichtig war halt nur, ja, genau, also, dass man Poincaré hat. Okay, das sollte nochmal so ein Nachtrag gewesen sein zu dem letzten Satz. Nur, falls Sie sich wundern, oh, der war jetzt doch gar nicht optimal. Der ist nicht optimal, das stimmt. So, aber jetzt fangen wir mit dem neuen Stoff an. Und eigentlich würde ich ja jetzt nochmal diesen Satz wiederholen, was der gesagt hat, ja, dass wir nochmal vor Augen haben, ja, wir haben minus Laplace U gleich F gelöst. Aber ich möchte das jetzt anders machen. Ich möchte sozusagen denselben Satz quasi nochmal irgendwie ganz abstrakt hinschreiben. So abstrakt, wie ich das jetzt kann, mit irgendwie Hilbert-Räumen und Bilinearformen. Das ist halt eine wertvolle Sache in der Mathematik. Man sagt irgendwie, okay, dafür habe ich es jetzt vielleicht erfunden, meine Technik. Aber vielleicht kann ich das abstrahieren und ganz allgemein machen. Und oft wird es ja dann einfacher sogar. Und das machen wir jetzt. Und beweisen damit eben auch den Riesschen Darstellungssatz. Es gibt leider zwei Riesche Darstellungssätze in gewisser Weise. Also ich meine jetzt den im Hilbertraum und nicht den von Funktionalen auf den stetigen Funktionen. Ja, also das ist das neue Kapitel. Und da möchte ich jetzt direkt den Satz formulieren.
den haben wir ja schon verwendet, und zwar, also wir haben ihn nicht für die Ableitung eines Satzes verwendet. Ich weiß nicht, warum die Kamera immer piepst. Aber ja. Wir haben ihn schon verwendet, aber nicht, um irgendwie ein Theorem zu beweisen. Ja, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie einen Zirkelschluss machen. Wir haben ihn nicht benutzt, um ein Theorem zu beweisen, sondern nur in diesen Beispielen, so, wo wir klein L2 von den natürlichen Zahlen als Hilbertraum genommen haben und da schwache Konvergenz angeschaut haben. Da haben wir den Ries schon mal verwendet. Also was ist die Situation? Sei H ein Hilbertraum und A sei eine Bilinearform auf dem Hilbertraum. Bilinear heißt, hat zwei Argumente und beide Argumente sind im Hilbertraum, geht nach R und sei linear in beiden Argumenten. Also ich schreibe jetzt einfach bilinear. Und also wenn Sie jetzt nochmal das unbedingt wissen wollen, sage ich Ihnen auch, was die, ja doch, ich mache es mal schnell hierher und wische es dann gleich wieder weg. Also zum Beispiel A von U1 plus U2, V ist eben A von U1, V plus A von U2, V. Ja? Das ist linear im ersten Argument, das habe ich gerade ausgeschrieben. Und dann ist es auch noch linear im zweiten Argument. Und das nenne ich jetzt bilinear. In jedem Argument linear. Dann soll es bitte noch stetig sein. Und dann will ich es auch noch symmetrisch haben. Und symmetrisch, das schreibe ich dann vielleicht doch mal auf, A von UV ist A von VU. Ja, wenn ich die Argumente vertausche, kommt dasselbe raus. Also das sind so diese Grundlagen sozusagen an A. A ist eine stetige symmetrische Bilinearform. Stetig könnte man auch weglassen. Bilinearformen fordert man normalerweise immer Stetigkeit. Also seine symmetrische Bilinearform, das wäre eigentlich der Text bis hierhin. Aber jetzt kommt die wichtige Bedingung. A sei auch noch koerziv. Das heißt, es gibt eine Konstante. Und jetzt schaue ich mal lieber nach, wie ich die nenne. C0. Es gibt eine Konstante C0, ja, größer 0 ist ja automatisch, sodass ich die Norm von U im Quadrat abschätzen kann, bis auf die Konstante C0, durch A von U, U. Das ist die Koerzivität. Ja? Jetzt können Sie fragen, welche Norm? Antwort, ja, es gibt nur eine Norm, wir sind in einem Hilbertraum, dessen Norm ist es. Also das ist die Koerzivität. Und dann gilt Folgendes. Dann gilt für jedes F in H', also im Dualraum, ne, ich schreibe es vielleicht mal aus, das sind die linearen Funktionale, ich glaube, ich habe ein gerades L genommen, die linearen Funktionale von H nach R, ja, linear stetig, der Dualraum. Für jedes F in H' gibt es ein eindeutig bestimmtes U in H, sodass gilt, ich schreibe es vielleicht mal in der Kurzform auf, A von U, Punkt gleich F. Also ich habe die Linearform F dargestellt mit dem Element U bezüglich der Bilinearform A. Ja? Sie könnten jetzt auch noch überall Vs hinschreiben, also A von U, V ist gleich F angewandt auf V für alle V aus dem Hilbertraum. Das wäre dasselbe. Ja, das ist, sind beides Linearformen auf dem Hilbertraum. Und es gilt dann noch die Abschätzung für dieses U, dass das U-Norm kleiner gleich C0 F-Norm ist. Da müssen wir jetzt aufpassen, ob ich da C0 Quadrat hätte schreiben können. Das sehen wir jetzt gleich im Beweis. Okay, also. Das ist der Riesche Darstellungssatz und den beweisen wir jetzt. Da gibt es mehrere Beweise zu. Ja, den kann man auch ziemlich abstrakt so mit Funktionalanalysis-Methoden beweisen. Aber ja, als, vielleicht als PDI-Mensch, weiß ich nicht. Aber ich mag diese konkreten Beweise gern.
Und ich möchte jetzt schon, um den Beweis nochmal sozusagen zu wiederholen und zu festigen, den wir jetzt gestern hatten, beweisen wir jetzt diesen ganz abstrakten Riesschen Darstellungssatz nochmal genauso, wie wir gestern die Aussage bewiesen haben. Und dann werden wir auch nochmal sehen, man kann auch den Ries anwenden übrigens, um den anderen Satz zu beweisen. Also dann würde man sich sozusagen diese konkreten Rechnungen sparen. Man sagt einfach, wir haben Ries und jetzt wenden wir den an und dann kriegen wir auch den anderen Satz. Ja? Also Sie sehen jetzt sozusagen zweimal denselben Beweis. Aber ich denke, es ist ganz illustrativ hier in dem Fall. Okay, also. Erster Schritt. Ich möchte mal zeigen, die Lösung ist eindeutig. Ja, ich habe ja geschrieben, dass es ein eindeutig bestimmtes U gibt, was die Gleichung löst. Also stellen wir uns mal vor, A von U1, Punkt gleich F ist A von U2, Punkt. Also es gibt zwei darstellende Elemente. Dann kann ich ja die Differenz bilden. Das ist das Schöne an linearen Systemen. Ja, ich kann jetzt A von U1 minus U2, Punkt gleich 0 hinschreiben oder auch A von U, Punkt gleich 0. Ja. Sie sehen, ich habe nur linke Seite minus rechte Seite ist gleich 0 geschrieben. Das ist A von U gleich 0. Und jetzt machen wir das, was wir halt bei PDE auch immer machen. Wir testen mit U, sprich wir setzen hier U ein, aber ich sollte besser sagen, es sind ja Linearformen. Wir wenden also auf U an. U ist ja ein Element im Hilbertraum, dann steht da A von U, U gleich 0. Aber wir haben ja diese wichtige Ungleichung, diese Koerzivitätsungleichung. Und da steht, dass das bis auf ein 1 durch C0 U-Norm-Quadrat ist. Ja, aber jetzt ist U-Norm gleich 0, die Norm ist aber eine Norm, also ist U gleich 0. Also ist U1 gleich U2, ja? Weil U ja die Differenz der beiden war. Dann haben wir die Eindeutigkeit. Also Sie sehen, Eindeutigkeit wird einem geschenkt aus dieser Koerzivitätsabschätzung. Okay, dann machen wir mal zweiten Schritt, die Abschätzung. Die Abschätzung, weil die jetzt nämlich ganz genauso geht. Also wir haben eine Lösung von A, U, Punkt gleich F. Ja? Jetzt wenden wir das auf U an. Wende auf U an. Also das sind zwei Linearformen, links und rechts. Die wenden wir jetzt beide auf U an. Wende auf U an. Und dann bekommen wir A von U, U ist gleich F angewandt auf U. Das sieht jetzt echt komisch aus, wenn ich f von u schreibe, aber Sie wissen, was gemeint ist. F ist eine Linearform, bildet h nach r ab, also u wird auf eine reelle Zahl f von u abgebildet. Und jetzt machen wir hier die Abschätzung wieder, genau wie vorher, 1 durch c0 u in der h Normquadrat. Und jetzt machen wir hier etwas, was wie Cauchy-Schwarz aussieht, aber das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, das ist nicht Cauchy-Schwarz. Sie können mir jetzt gleich sagen, was ist denn das? Wenn ich schreibe f von u ist kleiner gleich f Norm u Norm. Will es jemand sagen? Ja? Genau, es ist also die Stetigkeit von f sagt, dass das kleiner gleich Konstante mal u ist. Und die f Norm ist eben die beste solche Konstante. Also es ist, ich hätte jetzt gesagt, das ist die Definition der Norm von f als Abbildung. Aber das hat mit der Stetigkeit zu tun. Ne? Also deren die Norm von f in h' als Abbildungsnorm. Ja, und jetzt teilen wir durch die h-Norm, es gibt nur h-Normen, und dann kriegen wir entweder u gleich 0, dann sind wir auch fertig, dann gilt nämlich die Abschätzung auch, oder wir teilen dadurch, dann steht da tatsächlich u in der h-Norm, kleiner gleich c0 kommt rüber, f in der h-Norm. Sehr schön. Also da habe ich nicht die H-Norm geschrieben, sollte ich vielleicht nochmal machen. Also natürlich müssen wir die H-Norm nehmen, ist ja ein H-Element, aber es ist vielleicht doch besser, wenn man es hinschreibt. Also Sie sehen, das war super einfach. Die Existenz ist ja eigentlich das Interessanteste. Ne? Das haben wir uns jetzt aufgehoben, das Schönste kommt zum Schluss. Also dritter Schritt, Existenz.
Naja, und das machen wir jetzt eben, wie gesagt, genau wie gestern. Nur ein bisschen schneller, weil wir schon geübt sind. Also ich nehme, was haben wir gestern gemacht? Wir haben das Infimum uns definiert von so einem geschickten Funktional auf dem Hilbertraum. Ja, A von V. Das A müssen wir jetzt definieren. A von V wird definiert als, ja, was hatten wir denn gestern? Wir hatten ein halb und dann kam diese Dirichlet-Energie. Und diese Dirichlet-Energie ist jetzt A von V, V. Wenn Sie den Beweis von gestern noch im Kopf haben, das ging los mit Integral Gradient U, Gradient U. Und das ist das A. Also da sehen wir schon, wenn wir es anwenden, auf was für ein A wir das anwenden würden. Und dann mussten wir gestern ja auch F von, also F mal U hatten wir gestern, da stehen F mal U und das Integral darüber. Das ist jetzt halt die Linearform auf V angewandt. Das ist jetzt ein Funktional A. Und das wollen wir minimieren. Das ist das Ziel. Und jetzt behaupten wir erstmal, dass das μ größer ist als minus unendlich und beweisen das. Ja, also das ist, hier ist die Frage, ob es plus unendlich sein kann, stellt sich nicht, weil das ist das Infimum über alle V im Hilbertraum H. Also die Menge, über die wir minimieren sozusagen, ist ja auf jeden Fall nicht leer. Die Frage ist, kriegen wir eine untere Abschätzung? Ja, aber das wird jetzt halt genauso laufen wie gestern. Ein A von V ist größer gleich. Ja, jetzt machen wir das ganz schnell, ne? Also A von V steht hier. Den ein halber schreibe ich mal ab. Und das A von V, V ist ja nach Koerzivitätsabschätzung A von V, V ist größer gleich 1 durch C0 V Norm Quadrat. Also 1 durch C0 V Norm Quadrat. Das ist im Hilbertraum, lasse ich weg. V Norm Quadrat. Und jetzt minus, da muss ich jetzt wieder so Cauchy-Schwarz-mäßig F-Norm mal V-Norm nehmen. Das ist dann eigentlich eine Abschätzung nach oben. Aber durch das Minuszeichen ist es eine Abschätzung nach unten. Alles wie gestern. Und jetzt mache ich es 1 durch 2 C0 V-Norm-Quadrat. Und jetzt kommt die Epsilon-Ungleichung. Ja, ich mache hier zwei Quadrate draus und kann einen beliebig kleinen Vorfaktor vor das Epsilon tun. Vor den F-Term tun. Ja, und ich habe schon ausführlich gesagt, den Zweier, den ich hier noch hätte, den unterschlage ich einfach. Gut, und wir wählen aber welches Epsilon? Naja, so dass dieser Term kleiner ist als der. In dem Fall würde ja sogar reichen. Ich will es aber wie gestern machen und ich will ja dann nachher auch eine Abschätzung. Also setze ich Epsilon gleich 1 durch 4 C0. Dann ist das größer gleich 1 durch 4 C0. Ja, wobei ich das minus die Hälfte davon gerechnet habe. V-Norm Quadrat minus 1 durch, achso, das einzige Epsilon kann ich jetzt auch angeben, ist 4C0. Ja, 4C0 F-Norm Quadrat. Ja, und das hier ist aber größer gleich 0, also es ist immer größer gleich 4C0 F-Norm Quadrat. Und damit haben wir eine untere Abschätzung von dem A. Wunderbar.